Und wir fangen an. Das erste ist Warm-up. Und dann machen wir die Nummer 8 Bewegung mit beiden Händen. Von vorne nach hinten. Und dann nach einer Weile wird die Hände wechseln. Und dann weiter an die Seite drehen. Und nach einer Weile dann wechseln in die Rückenseite. Pause machen. Die dritte ist Stopp an einer Seite und Augen in der anderen Seite. Jetzt fangen wir an mit 16 Übungen. Den Atem beruhigen. Und normalerweise machen wir 5 Mal. Atme ein und atme aus. Atme aus. Dann machen wir 5 Mal. Den Himmel betrachten. Die Füße nach vorne und dann atme ein, die Staubgarn nach hinten, bis zum hoch, die Augen schauen nach Himmel. Und dann atme auf. Atme ein, anhalten, atme aus. Ein. Atme aus und anhalten. Atme ein. Atme aus. Und machen wir aus 10 Mal. Nach links und rechts drehen. Und dann einatmen, drehen und anhalten, aufatmen, ein, auf. Und machen wir auch 10 Mal.
von links nach rechts, von oben nach unten. Und dann jetzt ausatmen, anhalten, einatmen, auch mit dem Mund. Auf. Auf. Und machen wir auf, ja, ungefähr 10 Mal. Richtung Himmel treten. Nach vorne und vorbereiten und atme ein und anhalten, atme auf, ein, anhalten, atme auf. Machen wir 5 Mal und dann die Füße wechseln, atme ein. Einmal ein, anhalten, einmal auf, ein, links und rechts treten. Und atme ein, den Stock hochheben und die Fuß an die Seite ist ein bisschen zurück zum Balance. Ausatmen. Einmal ein, anhalten. Auf. Ein. Der Drache erweist dem König die Ehre. Und dann die Füße mit Wein nach vorn. Und einmal ein, die Stock nach hinten und Tipfel verbeugen. Anhalten, einmal auf. Ein. Nach 5 Mal und die Füße wechseln. Einmal ein. Die Hände berühren die Füße. Einatmen und ausatmen. Anhalten. Einatmen. Auf. Den Halbmond betrachten. Ja. Diese erneute Übungen. Füße an die Seite. Atme ein. Atme auf. Ein.
gerichtet auf eine Pfütze. Der Schwalbenflug. Und atme ein und dann anhalten. Atme auf. Dann anhalten, sei wir ein bisschen lange. Atme ein. Die Verse betrachten. Atme ein, die Füße eine Seite und dann die linke Seite weg, linke Hand hoch und rechte Hand unten. Und die Augen schauen nach und die Verse. Atme ein, anhalten. Die magische Schildkröte übt mit dem Schwert. Atme ein. Atme aus. Die andere Richtung. Und dann die Hände wechseln. Und Richtung wechseln auch. Die inneren Organe aktivieren. In Startposition. Atme ein. Die Stab senke sich. Atme auf. Ein. Machen wir 10 Mal. Im Reisfeld arbeiten. Und dann heben wir unsere Felsen und dann atmen ein. Atmen auf. Ein. Das ist wichtig, dass uns wir stehen ab dem Unterfell sehen.
Der Flug des Drachens. Dann fang von unten an, am Ei. Und die andere Richtung. Im Kanu den Fluss überqueren. Jetzt die linke Seite. Nach vorne atme aus, nach hinten atme ein. Und dann Richtung Westen. Atme ein, nach hinten, atme aus, nach vorne. Und dann Seite Westen. Ende machen wir auch fünfmal. Einmal ein, einmal aus. Machen wir fünfmal so. Und dann wenn wir gut Energie behalten, werden wir ein bisschen massieren nach den Übungen. Und erst zwei Hände zusammen und dann auf dem Gesicht. Zu Auge. Und von Zeichen von vorne nach hinten. Und dann die zwei Finger, die Ohren Zeichen. Zeigen von oben nach unten für die Zieh. Und dann nach dem Übung, das sollen wir nicht Energie von oben bleiben, das machen wir so, dass Energie von oben nach unten sieht. Und dann klopfen wir die Meridiane von innen zum Handfläche und dann Rückenseite. Und nach hinten. Und machen wir so dreimal die Klopfen, da die Kugeln unsere Energie laufen. Das ist von drinnen und von hinten
nach hinten und dann wieder zurück. Und dann danach atmen wir die Energie in unser Bauch. Und dann stehen bleiben. Ein paar Minuten. Und mit dieser Übung können wir schon enden, aber das ist ein bisschen Form, das machen wir so zum Ende. Dass die Energie von von Himmel durch unseren Kopf, durch unseren Körper, durch unsere Beine zu der Erde. Energie von Himmel zu unserem Kopf, durch unseren Körper, durch unsere Beine zu der Erde. Herrlich. Vielen Dank. Das war sehr, sehr gut.